Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren neuen Folge von Anime Erklärt. Ich bin Shergok, ihr Nichte, und heute soll es einmal um eine relativ offensichtliche Frage gehen, die sich viele bereits gestellt haben, die ich aber nie wirklich beantwortet habe, außer vielleicht hier und da mal in den Kommentaren. Nämlich, warum gilt Sheltie Bloodfallen als die stärkste Ebenenwächterin, wenn es bestätigt ist, dass Gargantua, der Wächter der vierten Ebene, höhere Statuswerte hat. Doch bevor wir mit dem Thema anfangen, sage ich noch einmal schnell Dank an alle meine Kanalmitglieder für den tollen Support, sowie Dank an alle Nutzer der YouTube-Thanks-Funktion. Okay, und damit geht's auch schon los. Und Gargantua ist der Ebenenwächter der vierten Ebene. Am Grunde des tiefen Sees in der Mitte der Ebene lauert er auf Eindringlinge, um sie mit seiner enormen Stärke zu überwältigen. Er ist rein von seinen Statuswerten her der stärkste Kämpfer, mit den höchsten Werten in Sachen Angriff, Verteidigung und Trefferpunkten. Und auch sein Erscheinungsbild ist extrem imposant. Gargantua, benannt nach einem französischen Hünen, ist nicht nur der größte Ebenenwächter, sondern auch sein Beiname ist taktischer Belagerungsgolem. Und als lebende Belagerungswaffe kann er Felsbrocken werfen, die so groß wie Häuser sind. Und wir reden hier von 20 Stockwerken, nicht von einem Ferienhaus auf dem Land. Und der Name alleine bestätigt ja schon, dass er eine lebende Belagerungswaffe ist und dass er solche Fähigkeiten die ganze Zeit hat. Und wie gesagt, diesen riesigen Felsbrocken hier zu werfen, ist nur sein Fernkampfangriff. Man will gar nicht herausfinden, was er im Nahkampf so alles kann. Jedenfalls nicht, wenn man direkt vor ihm steht. Das mit anzuschauen, wie Gargantua im Nahkampf ganze Armeen im Alleingang auseinandernimmt, wäre natürlich absolut episch. Stellt sich allerdings eine Frage, wenn Gargantua so stark ist, wenn er der Ebenenwächter mit den höchsten Statuswerten ist, warum gilt Sheltie Bloodfallen, die Ebenenwächterin der ersten, zweiten und dritten Ebene, als der stärkste Ebenenwächter? Warum ist sie und nicht Gargantua auf Platz Nummer 1? Und die Antwort fällt relativ detailliert und speziell aus, denn zum einen sind die Statuswerte nicht alles. Beispielsweise hat ein Zul'Gon ähnlich wie Rudius Gererat den mit Abstand größten Mana-Vorrat von allen, und eins Mana-Balken ist wortwörtlich übermaximiert. Also er ist bereits am Maximum angekommen und er ging danach einfach weiter. Doch trotzdem ist eins im direkten Vergleich mit beispielsweise Tabula Smaragdina, einem anderen Spieler und Guildenmitglied von Nazarek, in Sachen Magie unterlegen. Auch Ulbert Elaine Odl ist deutlich stärker als Caster, was auch nicht weiter verwunderlich ist, da er den stärksten regulären Zauber, nämlich Grand Catastrophe, beherrscht, der sogar stärker ist als Supertiermagie. Und ähnlich verhält es sich mit Sheltie und Gargantua. Ja, Gargantua hat die höheren Statuswerte, aber Sheltie hat darüber hinaus noch Skills, Ausrüstung und ist generell so designt und hat ihre Skills so optimiert bekommen, dass sie im Nahkampf und im Kampf auf mittlere Distanz das beste Ergebnis erzielt. Sie kann neben zielsuchenden Speeren auch den stärksten regulären Feuerzauber Vermilion Nova anwenden und weitere mächtige Zauber nutzen. Sie hat eine Lanze, die ihr Gesundheit gibt, wenn sie Schaden austeilt. Sie ist also quasi ein bisschen wie Melania aus Elden Ring, in dieser einen Hinsicht. Und ihre zweite Phase besteht wortwörtlich darin, einen Klon bzw. ein Konstrukt von sich selbst zu beschwören, das die gleichen Statuswerte und Ausrüstungsgegenstände hat wie sie selbst, das aber halt keine Zauber wirken kann. Also Sheltie hat quasi eine magielose Mimiktier, um beim Elden Ring-Vergleich zu bleiben. Dazu hat sie Skills, die Schaden ungeschehen machen und die jeden Schaden abwehren können. Und ein Item, das sie nach dem Tod wiederbelebt. Diese Kombination macht sie, nur auf sich und ihre Fähigkeiten und Ausrüstung gestellt, im Kampf tatsächlich besser als Gargantua, der dennoch rein von den Statuswerten Sheltie deutlich überlegen ist. Stellt euch das Ganze wie den Kampf Melania gegen General Radahn vor. Nur, dass die Skills von Melania ihr einen knappen Sieg anstelle von einem sehr, sehr bitteren Unentschieden beschert hätten. Und ihr habt dann ungefähr eine Vorstellung, wie sich das Ganze zueinander verhält.
Und es gibt tatsächlich noch einen zweiten Grund, warum Shealtiel stärker als Gargantua gilt. Denn im Gegensatz zu General Radahn, dessen Gehirn erst matschig geworden ist, nachdem er sich magische Syphilis von seiner Schwester geholt hat, nachdem sie ihn penetrierte, ist der taktische Belagerungsgolem nicht durch die Bank weg, was die Statuswerte angeht, überlegen, sondern seine Intelligenz ist entweder unterdurchschnittlich oder quasi gar nicht vorhanden. Gargantua wirkt für mich persönlich eher wie ein Werkzeug, wie ein Katapult oder Trebuchet, als eine selbstdenkende lebende Maschine. Gargantua ist meiner Meinung nach halt eine Art primitive Maschine, ein Werkzeug, das man an- und ausschalten kann, dem man Anweisungen geben kann, und niemand, der wie beispielsweise Shizu Delta eine eigene unabhängige Intelligenz, eine eigene Persönlichkeit, einen eigenen Geschmack und einen eigenen Freundeskreis hat. Sondern halt eher ein Charakter mit der Intelligenz von einem dieser komischen Staubsauger, die aussehen wie Küchenschaben. Er kann Hindernisse erkennen, verschiedene Kampfroutinen abspulen und sich verteidigen, wenn er angegriffen wird. Auch wenn da jetzt keiner neben ihm steht und sagt, jetzt verteidige dich mal, du wirst angegriffen. Aber es ist halt, jedenfalls meiner persönlichen Meinung nachher, wie ich das Ganze verstanden habe, eine recht einfache und primitive Intelligenz. Er ist quasi wie ein Panzer ohne Crew. Ultrastark, gut gepanzert, mit massiver Feuerkraft und Schadenspotenzial, aber halt ohne jede Eigeninitiative. Er braucht jemanden, der ihn bedient, der ihm Anweisungen gibt. Und selbst wenn er, ich sag's mal, eine normale Persönlichkeit hat, haben wir auch bei Aqua aus Konosuba gesehen, dass hohe Statuswerte und etliche Skills halt keinesfalls einen Sieg garantieren. Mit anderen Worten, während Shealtiel etliche Optionen und Kampfstrategien hat, die sie nutzen kann, würde Gargantua vermutlich eher wie Aqua kämpfen und wäre damit leicht, mit einer guten Strategie zu täuschen und zu besiegen. Also, um das Video nochmal zusammenzufassen. Gargantua hat zwar die höchsten Statuswerte und ist auf dem Papier ganz oben, aber Shealtiel ist von vorne bis hinten auf Sieg geminmaxt worden. Sie hat die beste Kombination aus Statuswerten, Skills, Items und Kampfstrategien und gilt daher vollkommen zu Recht als der stärkste der Ebenenwächter. Und Gargantua könnte auch mehr oder weniger eine Art Belagerungswaffe sein, ohne jedwede Eigeninitiative oder Persönlichkeit und kein denkendes, fühlendes Wesen wie Shizu Delta, was halt den Kampf gegen ihn relativ leicht machen würde. Okay. Soweit also zu der Erklärung, warum Shealtiel Bloodfallen als stärkster regulärer Ebenenwächter gilt, obwohl die Statuswerte von Gargantua am höchsten sind. Und nun seid ihr an der Reihe. Was denkt ihr vom Video von Shealtiel und von Gargantua? Lasst es mich ganz gerne im Kommentarbereich wissen. Und während ihr tippt, sage ich danke fürs Zuschauen und besonderen Dank an Animangatv.de, Blue Planet 6, Whitebird Best, Philipp, Mr. TNT, Fabian, Karibasas Maske, David André, Hope, Hauer, Nix Mark Dir, Sebastian, Dark Phoenix One, Despotanis, Neymasa 1106, Peng der Pirat, Florian Peter, Lordicon 3D, Kitsune, Mr. Funny Guy, Tiver Tiver, Tobi CTZ, Krull Teppes, Hendrik Stresso, Juhari-chan, Al Bosner und Silberhand234. Danke, Leute. Und damit wünsche ich euch wie immer an dieser Stelle, habt einen wunderschönen Tag.